Hallöchen. Heute spielen wir ein weiteres Demo und ich habe mich entschieden für The Berlin Apartment. Das gab es auch auf der Gamescom dieses Jahr. Kann man schon wishlisten, wie man hier sieht. Ist auch noch in Development. Habe ich auf der Gamescom nicht angezockt, deswegen mache ich es jetzt hier. Und wir gehen einfach mal direkt rein. Language, Deutsch, Voice-Over, Englisch, Deutsch. Nehmen wir mal Deutsch, weil es spielt ja anscheinend in Berlin. Finde ich eigentlich ganz interessant. Mal gucken, wie das sich so anhört. Das Früher, tue ich. es muss so um 1989 gewesen sein, hat hier jemand namens Kolja gelebt. Aber ihm ging's nicht so gut. Tag ein, Tag aus, derselbe Trott. Klicken und halten. Ich muss klicken. Denkt immer daran, Leute. Wenn ihr etwas habt, das euch etwas bedeutet, dann lasst euch das nicht wieder wegnehmen. Auch du nicht, liebe Isolde. Hier ein bisschen gegossen. So, noch jemand ohne Fahrschein? Ah, ich liebe Und Indiana du, Jones Richard, Zitate. du bist schon so welt wie ich. Wir beide immer schön in der Reihe bleiben, nicht aufmuppen. Morgens zur Arbeit, abends heim. Mach da bloß nicht mit. Wir sind besser als das. Ja, du auch, Clara. Was meinst du? Wer? Mirko? Nein, mein verschwundener Mitbewohner hat sich immer noch nicht gemeldet. Bestimmt ist sein Brief schon längst in der Post. Ach, Entschuldigung. Einfach zu witzig, die Vorstellung. Aber keine Sorge. Ich bin nicht so wie Mirko. Ich lasse euch nicht im Stich. Bei mir geht keiner ein. Frag mich gerade, ob das nicht seine eigenen Pflanzen dann sind. Mal gucken. Ich glaube noch an Integrität und Loyalität. Im Gegensatz zu anderen stehle ich mich nicht aus der Verantwortung. Ich finde das super, wie viele Pflanzen hier sind. Das gefällt mir richtig gut. Was zum... Ich glaube, ich sehe Gespenster. Oh, wir sind fertig mit Gießen. Okay. Erich, du alter Systemling. Hast du auch was bemerkt? Nö, da war nichts. Und schon gar nicht beim Fenster. Danke, Erich. Nicht schlecht. Sieht wirklich aus wie so ein richtig klassisches Berliner Apartment. Altbau, hohe Decken, Stuck. Die Tapeten sind ein bisschen ranzig, gut, aber. Mirkus Escape Plan. Ach, sag bloß. Villa von Ost nach West-Berlin. Lean. Falco, Doc Dylan, ABCD. Das finde ich cool. The Why statt The Who. Hat Mirko etwa das Fenster offen gelassen? Oder war ich das letzte Woche? Okay. Dann schauen wir mal. Hier ist ein Doch kein Flieger. Gespenst. Da kam wirklich was reingeflattert. Ein beschrifteter Papierflieger. Was soll das sein? Luftpost aus dem Westen? Hey du da. Deine Orchidee lässt ganz schön den Kopf hängen. Und du auch. Braucht ihr vielleicht etwas Wasser? Oder jemanden zum Reden? Ach, da steht deine Telefonnummer. Und dann weiter. Liebe Grüße von der anderen Seite. Ob ich jemanden zum Reden brauche, fragt hier jemand Erich. Da macht sich jemand echt die Mühe, einen Papierflieger über die Mauer zu werfen. Über die Mauer. Und trifft dann doch nur auf den größten Versager ostseits des Westens. Sei nicht so streng mit dir, Genosse. Immer zu versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit. Danke. Sehr einfühlsam, Erich. Hier steht eine Telefonnummer. Weißt du, was das heißt? Gemäß der Vorwahl ist diese Nummer von drüben. Also genau genommen, eine faschistische Nummer. Ein Anruf wäre ausgesprochen unklug. Danke für deine Einschätzung, Erich. Hätte
nie gedacht, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ein Blatt zu falten. Ich wähle dieses Modell. Das ist wohl noch das Einfachste. Was schreibe ich denn überhaupt? Das wird jetzt interessant. Also mal sehen. Hallo, unbekannterweise. Danke für deinen Brief. Ich fürchte, Wasser allein wird nicht reichen. Zumindest nicht bei mir. Die Orchidee ist übrigens keine Orchidee, sondern eine Krötenlilie. Mein alter Mitbewohner hat sie zurückgelassen. So wie mich. Nee, den Teil lasse ich lieber weg. Okay. Irgendwie fühle ich mich jetzt ein bisschen beobachtet. Wer bist du eigentlich? Liebe Grüße, Kolja. So, jetzt hier nochmal falten. Und dann hier nochmal. Und das sollen kleine Kinder schaffen? Ach komm, so schwer ist das nicht. Mirkos Nichte hätte das jedenfalls auch nicht besser hinbekommen. Sieht doch gut aus. So, ich denke, das passt so. Wird wohl eh keiner lesen bei meinem Glück. Das ist die Frage. Mir fällt gerade dazu ein witziger Fact ein, wo das Demo ausgestellt war in der Indie-Area auf der Gamescom, lagen noch überall Papierflieger. Ich habe mich da schon gefragt, was es damit auf sich hat, aber es ergibt ja irgendwie dann jetzt doch Sinn, dass sich hier Botschaften über Papierflieger ausgetauscht werden. Das finde ich ein sehr schönes Detail. So. Los geht's. Eine Seite ist ein bisschen krumm geworden. Ich hoffe, das tut der Aerodynamik keinen Abbruch. Okay, dann legen wir den mal los. Fly. Das ist echt lustig gemacht. Jetzt hat er den Brief da aufgehängt. Auch schön. Okay. Gucken wir mal, ob wir treffen. Jetzt nur noch richtig zielen. Und los. Wie hoch? Oh, 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 mit der Maus, okay. Erich, wir haben getroffen. Wir haben wirklich getroffen. So cool, dass der Fisch Erich heißt. Papa, die Geschichte hast du schon erzählt. Echt? Na gut, ich überlege mal. Da gab's auf jeden Fall noch mehr. Oh, 1933. Einige Zeit zurück. Gleiches Apartment? Tatsache. Schön. Das Telefon. Das kann eigentlich nur Esther sein. Im Westen nichts Neues. Kabinett des Caligari. Das ist richtig schön. Das ist richtig cool irgendwie. Ja, ich gehe gleich dran. Charlie Chaplin hängt da oben. Not available in demo. Ja, kein Problem. Ich will auch zum Telefon. Josef! Esther? Ich fahre jetzt los. Wenn ich da bin, hup ich. Kommst du dann runter auf die Straße? Müssen wir wirklich? Ich bin alt, Esther. Und ich fühle mich nicht nach einer langen Reise. Weiß ich, Josef. Aber wir haben wohl keine Wahl, oder? Nimm dir Zeit, ich warte unten. Hast du fertig gepackt? Ich weiß aber gar nicht, was ich einpacken sollte, Esther. Mach dir keine Sorgen, Josef. Wir haben doch zusammen eine Liste gemacht. Liegt sie noch neben dem Telefon? Ja, ich hab sie. Danke, Esther. Was würde ich nur ohne dich machen? Deine Sachen packen? Also, Josef, bis gleich. Schön. Glücksschuhe, lese ich. Das ist ja süß. Warme Jacke. Reisepass, Ausrufezeichen, Taschenuhr, Rasiermesser, Tagebuch und vielleicht Kamera.
warme Jacke, Reisepass, ah, ja, Glücksschuhe, Großvaters Taschenuhr, Rasiermesser, Tagebuch und vielleicht meine geliebte Kamera. Womit soll ich bloß anfangen? Ach schön, die können wir mal wieder anschalten. Die Untertitel sind ein bisschen anders zu dem, was gesagt wird, was ich jetzt aber nicht störend finde, weil man kann ja auch sehr gut folgen. In diesem Büchlein stehen die Telefonnummern meiner Freunde und Bekannten. So viele sind schon gegangen. Ich habe so eine ungefähre Idee davon, um was es hier in diesem Spiel geht. Also schauen wir mal. Onkel Benjamin mit den Zwillingen. Schade, dass wir uns irgendwann aus den Augen verloren haben. Meine Eltern bei ihrer Hochzeit. Ich bin froh, dass sie das alles hier nicht mehr miterleben müssen. Sie kann mich nicht gehört haben. Ich habe mich kaum bewegt. Frau Herrmann grüßt nicht mehr, aber für sowas ist sie sich nicht zu schade. Warum hat Bild hier umgeschmissen? Wieder hinstellen. Na, dann gehen wir mal hier rein. Plutonien von Wladimir Brutschew. Ich liebe russische Abenteuerromane. Hoffentlich finde ich in Frankreich auch welche davon. Frankreich. Lieschen und Esther hatten zu meinem 50. Geburtstag zusammengelegt, um mir dieses Gemälde von der Oberbaumbrücke zu schenken. Dabei habe ich ihnen immer gesagt, dass sie mir nichts zu schenken brauchen. Ist doch immer so. Man sagt, man braucht nichts und man kriegt trotzdem was. Der Tisch stand schon in der Wohnung, als ich sie bezogen habe. Er wird auch hier bleiben, wenn ich wieder gehe. Ich habe mir immer vorgestellt, wer schon alles hier saß und wer wohl nach mir daran sitzen wird. Den Ofen habe ich stillgelegt, seit ich hier meine leicht entflammbaren Schätzchen lagere. Leicht entflammbare Schätzchen? Das ist ja interessant, was das sein könnte. Meine liebe Mutter. Paris, c'est une fête. Mein Französisch ist leider nicht so gut. Hier ein Gläschen Wein nach der letzten Vorstellung. Das war mir heilig. Das Ende von einem guten Tag. Ich finde diesen Sprecher unglaublich beruhigend. Das ist sehr schön, ihm zuzuhören. Mein Vater als junger Mann. Mein erstes Billett. Das war der Raubmord am Spandauer Schifffahrtskanal. 1896 im Edison-Theater auf der Friedrichstraße. Ich wusste sofort, das ist meine Welt. Das Kino. Mein zweites Zuhause vor dem Brand. Minerva-Lichtspiele. Ja, stimmt. So hieß das Lichtspiele. So, was haben wir hier? Das ist eine kleine Kamera. Ja, da kann ich. Ach so, okay. One of two collectibles in this episode. Alles klar. Ja, da merkt man, dass die Demo natürlich nicht so perfekt ausgereift ist, dass viele Sachen, die eigentlich schon in Deutsch übersetzt werden sollten, hier fälschlicherweise noch in Englisch sind. Aber das ist alles Peanuts. Ich habe einen ausgezeichneten Grauburgunder von 28. Der ist zwar nicht koscher, aber das muss ja keiner wissen. Besteck. Mehr Besteck. Geschirr. Kommen wir dazu. Hier ist nichts weiter. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Vielleicht geht sie falsch. Heck. Herz umdrehen. Muss man wirklich Schlüssel und Verträge mitschleppen, die man sowieso nicht mehr braucht? Mein Pass sollte ich auf jeden Fall dabei haben. Aber ich kann auch erstmal alles zusammensuchen und dann schauen, was passt. Es fehlt jedenfalls nicht mehr viel von meiner Liste.
Stimmt, die Glücksschuhe, das Tagebuch und die Kamera. Wobei die Kamera ist ja, glaube ich, die liegt hier, außer sie ist nicht in der Hülle. Das hier könnte der Pass sein. Ach, ich gucke nochmal eben. Ja, zum Reden. Okay, wir gucken erstmal nochmal. Das war nicht die richtige Taste. Ah, dann können wir auch hier mit reinlegen. Das ist natürlich sehr praktisch. Darin sind auch die Schlüssel zum Kino. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte sie nicht zurücklassen, auch wenn es keine Tür mehr gibt. Es fehlt jedenfalls nicht mehr viel von meiner Liste. Das ist richtig. Ja, dann suchen wir erstmal die Sachen zusammen. Und dann kommen wir gleich wieder. Mal hier noch. Ein Tritt. Ah, da oben sind die Glücksschuhe. Ich verstehe. Meine Glücksschuhe. In alten Schuhen geht man am bequemsten. Neue Sohlen könnten Sie allerdings schon mal vertragen. Ja, erste Führung, der letzte Mann. Alle gehen gerne ins Kino. Was für eine Eröffnung. Ja, Stummfilme. Super schön. Die Nachbarschaft liebt mein Kino. Ah, wir spielen Aber gleich ich kann auch erstmal Tetris. alles zusammensuchen und dann schauen, was passt. Ja, das machen wir ja Nur auch. noch eine Sache fehlt mir. Genau das war. Okay. Esther, das muss sie sein. Hoffentlich hat das niemand bemerkt. Das Tagebuch fehlt noch. Kann ich hier reingehen? Ich komme gleich runter, Esther. Ein paar Minuten noch. Arbeiter verlassen die Lumière-Werke. Das ist der erste Film der Lumières. Ich musste ihn also aufbewahren. Aber mal ehrlich, vom Hocker gerissen hat mich dieser Streifen nicht. Der große Eisenbahnraub von Edwin S. Porter. Ich liebe importierte Filme aus Amerika. 11 Minuten Spannung pur. Na, hier ist die Kamera. Sieh an. Dieses schöne Stück darf ich nicht vergessen. Ist sogar noch ein Film drin. Vielleicht kann ich noch ein Foto damit auslösen. Ein letzter Schuss. Was will ich ablichten? Na, hier, das ist doch schön. Wunderschön. Das Bild werde ich entwickeln, wenn ich mein Labor irgendwo aufgebaut habe. Ah ja, da waren wir vorhin ja. So, wo ist denn das Tagebuch? Ah ja, hier steht was. Eine Ehe in Wien von David Vogel. Ein Schriftsteller verfällt einer femme fatale. Das Ganze in Österreich. Ganz nett, muss aber nicht mit. Ganz nett. Den Projektor konnte ich noch aus dem Feuer retten. Ich hatte immer gehofft, ihn noch mal zu reparieren, irgendwann. Dass ich vielleicht noch mal neu anfangen könnte. Aber manche Dinge lassen sich nicht reparieren. Emmis? Das ist echt sad. Ich könnte alle Filmrollen in Kartons packen, aber Esther hat keinen Platz dafür. Jeder nur einen Koffer haben wir ausgemacht. Ich hoffe, die Filme kommen in gute Hände. Die große Wette. Dieser fantastische Film spielt in ferner Zukunft im Jahr 2000. Mit dem großen Harry Peel als Elektromensch. Wie die Welt im Jahr 2000 wohl aussehen wird? Es ist so schade, wenn man mal drüber nachdenkt, dass manche Leute das nie erleben konnten. Das ist Wahnsinn. Ach, da ist ja das Da Kino. stand es, mein Kino. Der Anblick ist doch heute noch schwer zu ertragen. All die Jahre haben sich alle dort unterhalten und begeistern lassen. Aber wo waren sie, als es in Flammen stand?
Nicht da anscheinend. Esthers Auto. Sie wartet auf mich. Ich muss mich beeilen. Die breiten sich schneller aus als die spanische Grippe. Okay, dann wollen wir mal. Beziehungsweise, ich weiß immer noch nicht, wo das Tagebuch ist. Dann ist es ja noch hier im Arbeitszimmer. Was? Ariane, ein russisches Mädchen von Claude Anet. Die Abiturientin Ariane führt ein wildes Leben jenseits der Tugend. Die Männer liegen ihr zu Füßen. Sie trifft auf Konstantin. Und beide versuchen zu verhindern, dass sie sich ineinander verlieben. So viel sei gesagt. Ohne Erfolg. Ich habe Esther immer gesagt, dass Liebesromane mich jung halten. Dieser muss aber hier bleiben. Schon echt witzig. Was haben wir hier noch? Meine Steuererklärung von 1932. Die Steuer. Ausnahmsweise mal etwas, das ich nicht vermissen werde. Ja, die bleibt definitiv hier. Was ist denn das Tagebuch? Der Prozess. Oh, von Kafka. Der Prozess von Franz Kafka. Ich habe damals Kafka im Hotel Askanischer Hof getroffen und wollte mir das Buch signieren lassen. Naja, schien wohl kein guter Zeitpunkt gewesen zu sein. Manchmal ist es besser, seinen Idolen nicht im echten Leben zu begegnen. Das Papier dran. Dieses Drehbuch hat mir ein junger Schriftsteller zukommen lassen. Ich mochte ihn, aber das Buch war... naja, es ist schrecklich, aber seine Leidenschaft fürs Schreiben hat mich beeindruckt. Es ist schrecklich. A Woman of Paris. Alle hatten von Chaplin eine neue Komödie erwartet und dann kam er mit diesem tiefsinnigen Melodram heraus. Leider dankten es ihm die Zuschauer nicht, weshalb ich ihn viel zu schnell wieder aus dem Programm nehmen musste. Blonde Venus. Der Film ist sicher kein Meisterwerk, aber die Dietrich trägt ein Gorilla-Kostüm. Das wird sicher in Erinnerung bleiben. Kenn den Film. Das ist echt lustig. Der Raubmord am Spandauer Schifffahrtskanal. Der Raubmord am Spandauer Schifffahrtskanal. Einer der ersten Filme, der überhaupt eine Geschichte erzählen wollte, statt nur die Realität abzulichten. Ein bisschen Trivia ist echt schön. Kabinett des Dr. Caligari. Die Düsternis hat die Leinwand überwunden, scheint mir. Im Westen nichts Neues. Es ist riskant, diesen Film zu spielen, aber ich habe das trotzdem gemacht. Kabinett des Dr. Caligari. Ob durch die Rahmenhandlung der Film eigentlich für oder gegen die Autoritätsgläubigkeit ist, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Noch mehr Poster? Die Bilder kann man nicht angucken. Der Weg zurück. Der Weg zurück von Erich Maria Remarque. Die Soldaten versuchen, nach dem großen Krieg wieder in die Heimat zu kommen. Ein Glück war ich damals schon so alt, dass mir das Ganze erspart geblieben ist. Irgendwie ist mir dieser Josef hier sehr sympathisch. Ein ordentlicher Schreibtisch ist ein Schreibtisch, an dem nicht gearbeitet wird. Mein Reden. Ah, hier ist ja das Tagebuch. Okay, aber ich guck noch mal eben hier. Davon möchte ich nichts mitnehmen. Gut, dann machen wir wieder zu. Und holen uns das Tagebuch. Ich habe in der Tat keine Ahnung mehr, wohin diese Schlüssel gehören. Aber Schlüssel wirft man nicht weg. Das hat mein Vater schon gesagt. Okay, welcher Schlüssel passt denn da rein? Wird man behaupten? Gute Frage. Ich nehme jetzt erstmal das Tagebuch. Ja, okay, jetzt noch den richtigen Schlüssel finden. Das ist nicht der richtige Schlüssel. Ah ja, gut, wir können ausprobieren. Der passt leider auch nicht. Noch der da unten? Dieser Schlüssel passt auch nicht.
Verdammt. Letzte Chance. Dieser Schlüssel passt. Ah. Mein altes Tagebuch. Seit diesem Eintrag habe ich nicht weitergeschrieben. Der schmerzlichste Tag meines Lebens. Unfall oder Anschlag? Wir erinnern uns. Hilfe, bitte Hilfe. Warum kommt mir niemand zu Hilfe? Ich habe keine andere Wahl, als zu gehen. Die Kamera kommt in die Tasche. Hey, ich wollte mal Koffer packen. Uff. 2020. Okay, Zeitsprung. Papa. Moment noch, Froschi. Okay? Froschi. Okay, ich komm gleich. Nur noch diese eine Diele. Ausreißen, jawohl. Mein Stuhl knarzt immer noch, es tut mir leid. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, das Foto, was ich gerade geschossen habe. Kann man nicht die Rückseite angucken? Schade. Das müsste man mal neu machen. Wild Wild East. Fuck the police. Sieht ganz danach aus, als wäre das Haus mal besetzt gewesen. Oder einfach nur, ja, runtergekommen. Die ist ganz schön vergammelt. Die fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an. Für heute bin ich fertig. Not available in Demo. Ja, ist okay. Und toll, dass man seinen Körper sehen kann. Den von Kolja habe ich mir nicht angeguckt. Dieses Werk eines unbekannten Künstlers lasse ich bis zum Ende stehen. Das ist vielleicht hilft mir Lilly mit dem Anstrich. Das ist für ein Graffiti aber ziemlich cool, muss ich sagen. So, dass die Wand durchbricht und dann ist da der Wald in der Stadt. Das ist schon, das hat was. Manche Dinge sind wie stille Zeugen der Vergangenheit. Ich lasse hier einfach alles bis morgen so stehen. Wok-Tang. Okay. Not available in Demo. Alles, was ich hier finde, erzählt auch irgendwie eine Geschichte. Definitiv. Der Flieger. Den kleinen Papierflieger habe ich hinter einer Tapete entdeckt. Hinter einer Tapete? Ach, das ist der Brief, der reingeschickt wurde. Finde ich ja super. Mal rausgucken. Ah, verdammt, kommt hier nicht durch. Okay. Dann gehen wir mal zur Tür. Brief und Zeitung. Endlich Feierabend. Das war sehr schön. Also kurzweilig natürlich, weil es ist ja auch nur eine Demo, aber. Richtig schön erzählt, auch ich sehe es jetzt hier gerade an den Bildern im Hintergrund. Also es ist wirklich so, dieses eine Apartment, diese eine kleine Wohnung in Berlin, die einfach diese Geschichten erzählt. Und ich glaube, diese ersten beiden definitiv
auf Flucht natürlich abgesehen. Und ja, es ist. Das gefällt mir richtig gut. Also, gerade weil das so schön erzählt wird, auch einfach. Ich glaube, das lohnt sich definitiv, wenn das, also sobald das dann draußen ist, dass man das sich auf jeden Fall nochmal genauer anguckt. Schön, ja. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht zuzusehen. Und ja, dann sehen und hören wir uns beim nächsten Demo oder Let's Play oder was auch immer ich noch so aus dem Ärmel schüttel. Mal schauen. Bis dahin, ciao.